nach seinem Highschool-Abschluss im November und auch mit etwas gespartem Geld von seinem Sommerjob als Lebensrettungsschwimmer war Charlie nun endlich auf dem Weg von Australien nach Europa. Das erste Ziel seiner Reise war Deutschland. Und das auch aus gutem Grund. Er war schon oft dort gewesen, um die Familie seiner Mutter zu besuchen. Sein Cousin Frederik ist mit 19 ein Jahr älter. Er hatte seinen Gymnasiumabschluss im Juni des vergangenen Jahres gemacht. Anschließend ging Frederik arbeiten, um auch ein wenig Geld zu verdienen und es zu sparen. Die beiden waren sich nicht ganz schlüssig, wie sie ihre Zukunft gestalten wollten. Arbeiten oder studieren? Ein bisschen Auszeit würde ihnen helfen, um darüber nachzudenken. Aber jetzt wollten sie erst einmal Spaß haben. Es war Ende April. In Australien hat der Herbst schon längst begonnen, während in Deutschland der lange, kalte Winter zu Ende ging. Frederik war beschäftigt, um die ersten 4 bis 6 Wochen ihrer gemeinsamen Zeit in Deutschland vorzubereiten. Es gab immer noch viele Orte in seiner Heimat Berlin und Umgebung, die er Charlie noch zeigen wollte. Es war Charlies erste Reise allein. Früher ist er mal mit seiner Mutter oder mit der ganzen Familie zusammen verreist. Jetzt fühlte sich das Leben toll an. Keine Schule und keine Sorgen. Endlich unabhängig. Also weißt du, Checkpoint Charlie, den Zoologischen Garten, Fernsehturm und die Gedächtniskirche, die haben wir schon so oft gesehen. Aber vor ein paar Wochen habe ich im Fernsehen eine Reportage über die Bunker des Zweiten Weltkriegs, die unter Berlin liegen, gesehen. Na, du weißt ja, meistens war die Stadt oben zerstört, aber die Bunker unten blieben fast unbeschädigt. Da kommt man nur mit einer professionellen Führung rein. Und da habe ich für uns 2 Plätze für eine Tour in die Tiergartenbunker für morgen Nachmittag gebucht. Guck mal, glaubst du, die japanischen Touristen kommen auch mit? Sie sind keine Japaner, sie sind Chinesen. Ich kann mir nicht vorstellen, was für Erwartungen sie haben, um Fotos zu machen. Aber vielleicht kommen sie auch gar nicht mit. Wir sind doch hier am Brandenburger Tor. Und da drüben ist der Reichstag und der Potsdamer Platz ist auch nicht weit. Sie wollen bestimmt nur unterwegs Fotos machen. Das ist doch tolles Fotowetter nach dem Regen gestern. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Bunkertour. Bevor es aber losgeht, wollen wir noch überprüfen, ob Sie auch alle da sind. Wir sind Kuppe und Kaltner.